Hallo und herzlich willkommen bei mir heute. Es geht heute, wie ihr seht, um ja, Moorbericht, den Abschluss des Baus meiner Mathilda von Tamir in der Lend-Lease-Ausführung. Und da wollte ich euch noch ein paar Tipps und Tricks wie beim Bau und geben. Gleichzeitig wollte ich euch auch zeigen, was ihr schon im Voraus machen könnt, bevor ihr anfängt oder anfangt mit dem Lackieren. Euch die Arbeit da auch erleichtern mit ein paar kleinen Tipps von mir. Gleichzeitig binde ich es auch noch ein mit dem Wachsspachtelgerät. Das Video ist schon ein paar Jahre her, was ich darüber gemacht habe, und hier zeige ich es euch dann auch in voller Funk, also vom vollen Umfang, anhand eines Schlitzes, den ich schließen möchte. Und da passt das Thema wunderbar dazu. Jo, jetzt fangen wir erstmal an. Ich zeige euch schon mal, wie er gestern aussah, mein Mathilda. Dazu habe ich ein paar Fotos gemacht und die zeige ich euch jetzt mal. Und gleichzeitig habt ihr schon mal Detailaufnahmen, wie er fertig gebaut aussieht. Ich habe ihn jetzt zerlegt, das zeige ich euch auch gleich. Dann kommen wir mal rein mit einem schnellen Blick. So sieht er jetzt fertig gebaut aus. Wie ihr seht, die Schürzen habe ich schon dran, die rechts und links. Aber ich habe mir da was einfallen lassen, das zeige ich euch dann auch alles gleich. Die Figuren sind auch soweit schon gebaut, die müssen auch nur noch grundiert werden. Gehen wir mal zum nächsten Bild. Das Schöne ist ja sozusagen, dass die Kanonen gezogen sind, also auch im Slide-Mode-Verfahren, wie auch das MG. Da müsst ihr die Läufe auch nicht mehr aufbauen. Das ganze Modell gefällt mir, was Tamiya da gemacht hat. Auch die Gussstruktur kommt sehr gut zur Geltung, wie man hier sehen kann. Die Figuren passen wunderbar. Die haben auch nicht, wie früher bei Tamiya-Figuren, so einen Grat, so einen seitlichen Grat. Die sind jetzt sehr gut gemacht. Und die zeigen auch viele Details. So, jetzt hier mal die Draufsicht. Das Abschleppseil oder die beiden Abschleppseile sind eigentlich bei dem Lend-Lease, wie Tamir das gezeigt hat, nicht vorgesehen. Ich habe sie aber genommen. Dazu zeige ich euch dann auch noch was. So, jetzt hier mal die Seitenansicht von der linken Seite. Schließt alles bündig ab, obwohl nur gesteckt Ober- und Unterwanne. Und auch die Nieten kommen sehr gut zur Geltung, wie man sehen kann. Jetzt hier von vorne. Auch die Ersatzkettenglieder sind komplett mit dem Bügel nur gesteckt. Die sind lose aufgesteckt. Die werden erst ganz zum Schluss, wenn ich dann mit der Alterung anfange und ja, mit der Alterung, mit der Verwitterung anfange, werden sie dann fest verklebt. Wie ihr sehen könnt, die Seilkauschen, die von Tamiya sind, die sind nur zu einer Seite geschlossen, die andere Seite ist offen. Da werde ich dann später mit ein bisschen Wachsspachtel rübergehen und dann und dann ein bisschen einkratzen, und schon sind sie dann geschlossen, die Kauschen. Jetzt hier von vorne, auch in der Mitte kommt die Gussstruktur sehr gut zur Geltung, wie ihr es seht. Nebelwurfbecher habe ich auch schon dran. Noch ein bisschen näher dran, damit man auch schön die Gussstruktur sehen kann. Ein bisschen näher. Jetzt mal von der Seite links zu. Die Details kommen hier sehr gut zur Geltung. Zum Werkzeug sage ich euch später auch noch was. Aber das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wie man sehen kann. Hier nochmal der Turm. Im Hintergrund könnt ihr sehen von der Bauanleitung, wie die letzten Kleinteile am Turm befestigt werden. So, mal eine Nahansicht vom Kommandanten. Der ist sehr gut in Szene gesetzt worden von Tamiya.
Und wie ihr sehen könnt, die Schraubköpfe auf dem Turmdach sind auch sehr gut gemacht worden. So, das letzte Bild, was ich hier habe, nochmal eine Detailansicht auch vom Fahrer. Es kommt sehr gut rüber, wie ich finde. Kommen wir mal zum Bau selber. Da zeige ich euch gleich mal die Bauanleitung. So, mal rein damit. Den ersten Bauabschnitt, den könnt ihr, so wie ihr das hier so sieht, komplett bauen. Bauabschnitt 2 und 3, da müsst ihr nur auf die Teilenummer achten, sonst geht alles komplett so, wie es da ist und einfach. Bauabschnitt 3 und 4 gibt es auch keine Probleme. Das Einzige, wenn ihr auf der rechten Seite Bauabschnitt 4 rechts oben guckt, da bitte genau aufpassen, dass bei den Laufrädern hinten die so genau aufeinander verklebt werden, wie auch in der Abbildung das zu sehen ist. Das ist eigentlich das Einzige. Genau. Viel Zeit im Anspruch nimmt die Montage der Ketten, aber das hält sich, wenn man sich dann auch eine Zigarre nebenbei ranlegt oder was anderes zur Beruhigung, Kaffee, ich habe Whisky dabei, dann läuft das Abtrennen der Teile, das Versäubern der Teile, das Zusammenkleben der Einzelgliederketten sehr gut. Und das Beste dabei ist, ihr könnt die Einzelglieder schön locker zusammenkleben. Und na, wenn ihr dann alles soweit fertig habt, dann am besten schon anfangen, weil die Ketten werden einzeln nur gesteckt, wie ihr das sehen könnt. Und auch wie angegeben, rechts und links auf beiden Seiten sind es jeweils nur 69 Kettenglieder. Nicht mehr und nicht weniger. Dann könnt ihr auch schon anfangen, bei der Oberwanne unten die Löcher zu bohren, so wie angegeben mit 1 mm Bohrer. Gleichzeitig könnt ihr auch die Fahrerluke montieren, die ist beweglich. Dann auch so wie angegeben die Ersatzkettenglieder Bauabschnitt 7 könnt ihr schon mal zusammenstecken. Das Einzige, was ihr nicht machen müsst, ihr nicht noch nicht fest verkleben auf der Oberwanne. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Sonst könnt ihr soweit das alles auch machen. Beim Werkzeug gebe ich da euch da gleich noch Tipps. Dann kommen wir schon zum Bauabschnitt 9, der ist ja selbsterklärend, wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, Werkzeug sage ich euch noch was zu. Jetzt Bauabschnitt 10, wie ihr sehen könnt, befasst sich dann mit dem Heck. Das, was ich nicht fest montiert habe, ist der Auspufftopf. Der kommt auch erst ganz zum Schluss, wird der montiert. Bei den Seitenschürzen gebe ich euch da auch noch einen Tipp gleich. Bauabschnitt 12 befasst sich dann schon mit der Kommandantenluke. Die ist bei mir auch noch nicht fest verklebt, nur raufgesteckt auf dem Turmdach. Sonst könnt ihr alles ganz genau so machen, wie es da steht. Bauabschnitt 13, 14 und 14, 15, 16 und 17. Das Einzige, was ihr nicht machen müsst, ist, noch nicht machen müsst, ist die Kommandantenluke fest zu verkleben. Bauabschnitt 18, wie ihr sehen könnt, ist dann das Zusammenfügen der einzelnen Bauteile für die Figuren und Aufsetzen des Turms bzw. auch des Rückspiegels. Das sind so die Sachen, die jetzt in der Bauanleitung waren. Und jetzt folgt schon das, was ich euch angekündigt habe. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, die euch das erleichtern, wenn ihr nachher anfängt mit der Lackierung, so wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ihr müsst es nicht machen, aber ich mache das gerne, so wie ich es jetzt zeigen werde. Dazu habe ich jetzt die Draufsicht und die zeige ich euch jetzt mal. So sieht's aus, wenn es jetzt bei mir zur Lackierung geht. Ihr seht, ich habe nicht mehr viele Teile, die extra noch montiert werden, zur Lackierung montiert werden müssen. Es sind eigentlich nur die Figuren. Als extra Sache kommt noch ein Resin, 200 Liter Fass, was ich dann noch nehmen werde. Wie ihr sehen könnt,
Auspufftopf ist extra. Hier ist der Turm ohne die Kommandantenluke. Hier sind auch die Ketten, die schon montiert sind. Die Oberwanne und die Unterwanne. Bei der Unterwanne gibt es noch zu beachten, damit das so funktioniert, wie ich das jetzt hier mache, dass ihr... Mal gucken, ob ich das näher machen kann. Ja, ich zeige es euch mal jetzt von der anderen Sicht, indem ich einfach mal wechsle. Ihr seht ja auch schon mein Rio Wachsspachtelgerät, aber dazu komme ich gleich. So, was zu beachten ist, wenn ihr das Vorderteil hier einklebt und dann die beiden Seitenteile rechts und links, die ihr seht, ihr könnt sie, weil die werden extra hier montiert, und darauf nur achten, dass ihr sie hier an den Außenseiten festklebt, aber im Innenbereich noch nicht. Weil das hat jetzt den Grund, wenn die Oberwanne raufgeschoben wird, dann ist dieses Teil hier noch, wie ihr seht, ich mach's mal von da, flexibel. Das heißt, die Oberwanne wird ja hier untergeschoben und dadurch, dass es flexibel ist, könnt ihr sie später nochmal rausnehmen, bevor sie dann ganz zum Schluss fest montiert wird. So, hier kommen noch ein paar Detailaufnahmen von der Federung. Die Details sind sehr gut wiedergegeben. Und so wie ich das jetzt hier habe mit der Unterwanne, könnt ihr das sehr gut lackieren. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Laufräder wieder wegmachen, vorne und hinten, also hin, ja, am Bug und am Heck. Weil da sind ja die Gumminippel von Tamiya auf den Namen drauf. So, das jetzt nochmal der erste kleine Tipp. Das andere, was ich gemacht habe, ich habe das Werkzeug fest montiert, aber ich habe sie nur an einer Stelle verklebt. Das heißt, die andere Stelle ist hier flexibel. So kann ich später dann Tape hier runterpacken, wenn ich dann mit der Detailbemalung anfange. Und das gleiche habe ich auch hier gemacht, dass ich nur eine Seite festgemacht habe, die andere Seite nicht. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. So komme ich schön hier unter, wie ihr seht. Und was ich auch gemacht habe zum Schluss, wo ich mit dem Bau fertig war, ich habe die Seitenschürzen schon fest montiert, wie ihr seht. Das hat den Vorteil nicht nur für die Lackierung nachher, dass ihr an den Außenseiten, wo ihr das nachher verklebt, kommt ihr mit dem Kleber sehr gut ran. Der Kleber zieht sich auch hier wunderbar fest und ihr habt keine Naht oder irgendwas, dass es hier nicht gepasst hat. Ihr müsst dann also nichts ausbessern. Und die ganze Wanne, so wie sie hier ist, wird dann zum Schluss, also schon beim Lackieren, beim Grundieren, Lackieren, könnt ihr sie schon mal hier schon seitlich hier raufschieben. Und wie gesagt, das Teil hier wird hier runtergeschoben. Und dadurch ist es dann auch fest, wie ihr gesehen habt, bei den Fotos, die ich gemacht habe. Und wenn ihr dann sozusagen grundiert habt, hier schon angefangen habt an der Unterwanne mit dem Alter, mit allem drum und dran, und hier auch, könnt ihr dann zum Schluss, wenn das Laufwerk fertig ist, ganz einfach die Oberwanne raufschieben und ihr könnt euch dann schon anfangen mit der Alterung bzw. Lackierung mit allem drum und dran, wie ihr das machen wollt. Jedenfalls einfacher als alles andere, wie ich finde. So, beim Turm selber
Mal gucken, ob ich das hier so schon scharf kriege. Mal gucken, ob er das mitmacht. Naja, machen wir das mal so. So, dann hier runter. Hier könnt ihr nochmal die Schraubenköpfe sehen. Was ich hier noch gemacht habe, bei den Nebelwurfbechern, wenn man das sehen kann, da ist so in der Mitte so ein kleines Loch bei der Bodenplatte bei der Bodenplatte der Nebelwurfbecher. Da kommt dann die Leitung rein, die beiden Leitungsteile, die dann zu den Griffen des Nebelwurfbechers führen. Und das gleiche habe ich gemacht hier. Ah, komm, zeig mal, was du kannst. Na, kann man das so sehen? Nee, da schwenke ich gleich mal wieder um zur anderen. So. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier hinten. Na. So. Ich habe sozusagen bei der Lampe selber hier hinten ein Loch gebohrt. Kleiner als 1 mm und habe das gleiche dann auch gemacht. Wenn man das hier da an der Stelle doch nicht da reingegangen. Da kommt dann die Zuleitung für die Lampe rein. Was ich später machen werde, bei der Lampe selber. Bei der Lampe selber habe ich das zweite Bauteil, was die Linse darstellen soll. Die ist ja komplett im Plastikbauteil nicht verklebt. Ich werde das so machen, dass ich in das Silber ausmale, Silber bzw. Aluminium ausmale. Und abschließend werde ich das dann mit Crystal Clear, da habe ich diese ja Crystal Clear Masse, die sich dann aushärtet und dann ist sie komplett klar. Und das nehme ich dann als Scheibenersatz. Sonst muss eigentlich an den Bausatz nicht sehr viel gemacht werden. Also Ätzteile habe ich jedenfalls nicht verwendet. Dann ist es wichtig, wenn ihr die Abschleppseile macht. Wie ihr seht, seht ihr sozusagen eine Hälfte, da ist die Seilkorsche zu sehen, aber bei der anderen, auf der anderen Seite eben nicht. Und das werde ich abschließen, verschließen mit Wachs und dann später einritzen. So habe ich dann die Seilkorschen komplett dann fertig. Und das sieht dann nicht mehr so schlimm aus. Die Figuren selber machen einen sehr guten Eindruck. Kommt schon fast an Mini-Art ran. Die Klebenaht bzw. die Gussnaht, die früher immer vorhanden war, durchgehend von den Füßen über Arm zum Kopf, sind nicht vorhanden mehr. Und die Passgenauigkeit der Arme, Kopf und der Panzerkappe ist sehr gut. Die Panzerkappe selber besteht ja schon aus 3 Teilen und die passen wunderbar. Kann man nicht meckern. Das gleiche gilt auch für die Fahrerfigur, die man hier sehen kann. Ist auch sehr gut wiedergegeben. Bei den Ersatzkettenbindern, die habe ich schon so weit gemacht, dass ich auch die Haltebügel der Glieder selber rauf machen kann. Und das geht dann wunderbar da durch. Die halten also sozusagen schon so. So muss ich dann später nur die Ersatzkettenglieder rauf befestigen. Aber ich kann sie schon selber so hier lackieren und altern. Und das gleiche gilt auch für den Auspuff selber. Für den Topf, den könnt ihr auch so weit zusammenbauen. Dann grundieren, lackieren, altern. Je nachdem, wie ihr wollt. Und dann zum Schluss am Heck montieren. Was auch sehr gut wiedergegeben sind, sind die Auspuffschläuche, wie ihr sehen könnt.
Aber auch die Struktur der Gussteile ist auch hier sehr gut gemacht. Also man kriegt einen sehr guten Bausatz von Tamiya und Schüttelbausatz ist da nicht übertrieben. Das Einzige, wo ich ein Problem hatte bei den ganzen Bausatz, ist eigentlich Bauabschnitt 1. Wie ihr sehen könnt, hier bleibt dann sozusagen ein leichter Schlitz über. Und diesen Schlitz, den kann ich dann wunderbar versäubern, indem ich dann mit dem Wachsspachtel hier rüber gehe. Weil ich möchte jetzt nicht mit Spachtelmasse anfangen und dann schleifen, allen drum und dran, das ist mir zu viel Arbeit. Und hier fangen wir dann gleich mal mit dem Wachsspachtel an. Und also ich habe meinen direkt geholt bei dem Rai Rio Shop. So, wenn ihr das so eingibt, findet ihr den auch dann im Internet. Und ich habe einmal die Wachsspachtelmasse zum Verschließen von Fugen, von kleinen Stellen. Und dann bekommt ihr noch eine braune, die ich hier habe. Und die ist gedacht zum Modellieren. Wenn ihr Figuren habt, wo ihr noch was nachmodellieren müsst, sind die dafür geeignet. Ich habe eine normale Spitze. Die habe ich mir dazu geholt. Und das normale Teil zum Abnehmen des Wachses und dann auch Verteilen des Wachses. Ich arbeite immer so mit einer Stufe zwischen 6 und 7. Und dann schalte ich das mal ein. Das Gerät mit einem Griffel kostet 69 Euro im Shop. Ich habe mir das vor, jetzt sind das ungefähr, glaube ich, 9, 8, 8, 9 Jahren geholt. Ich möchte es nicht mehr missen und die Investition hat sich gelohnt. Und dazu habe ich mir noch einen Griffel geholt und da ist eine Haltevorrichtung für Ätzteile drauf. Die werden dann mit einer Art Heißkleber dann verklebt. Das zeige ich euch dann mal später. Es gibt auch ein kleines Video, was auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und dazu mache ich dann einfach mal später ein neues. Aber jetzt hier dachte ich mir, passt es wunderbar dazu, das euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Dann lassen wir es noch ein bisschen wärmer werden. In der Zwischenzeit habt ihr mit mir wieder was zu tun. Und ich hoffe, bis jetzt macht es euch Spaß, hier mal zuzuschauen, wie ich das so gemacht habe. Auch so mit den Sichten klappt das jetzt wunderbar. Ja, das ist mit dem Hintergrund hier hinten, da lasse ich es jetzt hier bei den kleinen Tipps und Tricks und dem Bauabschluss brauche ich das nicht. Das gibt es erst wieder im Live, ja, im Live-Chat oder ne, beziehungsweise Livestream oder dann beim nächsten Video, wenn ich das brauche. Aber jetzt brauche ich es heute nicht. Hier geht es wirklich darum, euch mal ein paar Sachen zu zeigen, was bei dem Bau einfach zu beachten ist. Oder wie ihr euch das hier das Leben nicht mehr so schwer macht beim Lackieren, beim Grundieren, Lackieren, wie ihr das am besten jetzt bei dem Bausatz hier macht. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zum anderen Bild. Bis gleich. So, der Spachtel dürfte jetzt auch schon richtig warm sein, beziehungsweise heiß sein. Das ist der Spachtel. Ja, der Spachtel müsste jetzt richtig heiß sein. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie ich das euch am besten zeige. Das mal zurück. Wollen wir mal gucken. Oh ja, geht rein wie Butter. Und ihr seht, es geht hier schon langsam los. Ihr müsst auch nicht so wie, also ihr müsst hier nicht so wie beim Buttermesser richtig reingehen. Ihr könnt schon anfangen, das hier und das Schöne ist, wenn mal was über ist oder so, da das Wachs ist, fließt das auch schön nach und ihr versaut auch nichts. Die Spitze ist auch nicht so heiß, dass ihr irgendwie Angst haben müsst, dass ihr euch euer Plastik hier anschmilzt. Das ist nicht der Fall. Und wie ihr seht, es geht eigentlich schön schnell.
Es ist einfacher, als wenn ihr jetzt hier mit eurer Spachtelmasse rangeht und dann später anfängt, es noch zu verschleifen. So. So, soweit habe ich das jetzt erstmal dicht. Jetzt brauche ich ein bisschen Papier. Nehme den Rest Wachs ab und gehe jetzt an den Stellen noch mal ran, nehme da bei den Nietköpfen das Wachs da, was da ein bisschen zu viel sein sollte, weg. Gleichzeitig kann ich das am Schlitz selber noch mal verteilen. So. Das war's. Der Schlitz ist dicht. So wie ihr das sehen jetzt könnt. Dann packen wir den mal wieder zurück. Machen den mal aus. So, ihr seht, innerhalb von noch nicht mal 2, 3 Minuten ist der Schlitz dicht. So wie das ist, könnt ihr das dann weiter bearbeiten. Falls der Wachs ein bisschen über sein sollte, könnt ihr den ganz normal mit einem scharfen Skalpell abschaben, wenn da was sein sollte. Hier wird nichts mehr mit Schleifpapier und Nassschleifen, Trockenschleifen und dann nochmal nachgravieren gemacht. So ist der Schlitz ja, genau, verschlossen. Und das war's. Und das macht sich hier gut. Das macht sich auch gut bei eigentlich im Flugzeugmodellbau, je nachdem, wo ihr da Schlitze habt. Das Versäubern ist einfacher. Die Anschaffung, gebe ich zu, 69 Euro ist nicht sehr preiswert, aber Kosten-Nutzen-Rechnung mit allem drum und dran kann man nicht sagen. Und so ein Block hält Jahre. Es sei denn, ihr macht eine Fließbandfertigung. Aber der Block selber, der hält Jahre. Auch mit diesem Entgrater geht das mit dem beim Wachs noch einfacher, das wegzumachen. Auch bei den Figuren selber, wenn ihr da an irgendwelchen Stellen bei der Armmontage oder irgendwie noch was habt, könnt ihr mit dem Wachsspachtelgerät die Vertiefung bzw. die auch hier die Stütze schön dicht machen mit dem Spachtel. Der Spachtel selber, da braucht ihr keine Angst zu haben, es hält jede Farbe. Ob Email oder Acrylfarben, die halten. Da gibt es kein Problem, dass da irgendwie ihr keine Haftung habt auf den Spachtel, auf der Spachtelmasse selber. Die hält wunderbar. Grundieren, lackieren, kein Problem. Und wie gesagt, so einfach bekommt ihr den Schlitz dicht. Das war das jetzt mit dem Wachsspachtelgerät. Gehe jetzt mal wieder zurück. Hallo, wie ihr gesehen habt, läuft es einwandfrei mit dem Spachtelgerät und mit dem und der Griffel, der ist so gut gemacht, der liegt auch gut in der Hand wie so ein kleiner Füller. Und die Stufe, wie ich euch gezeigt habe, zwischen 6 und 7 reicht. Und eintauchen nicht wie mit einem Buttermesser in weicher Butter, sondern sagte, es reicht, ihr braucht nicht viel von dem Wachs zu nehmen, wie ihr gesehen habt, und schon habt ihr den Schlitz dicht. Und es ist auch eine Zeitersparnis, die ihr habt. Und wie gesagt, das ist das, was ich jetzt hier zum Lackieren habe. Das Lackieren in der Hinsicht gestaltet sich dann so, dass ich in Weiß grundieren werde.
und mit Schwarz dann so die den Hintergrund nachher für später da also darstellen werde. So ein paar dunkle Ecken werden dann reingemacht, falls das, was ich jetzt so habe, bei vorliegen lackieren. Ich werde anfangen mit der Unterwanne. Also grundiert wird erstmal alles komplett weiß. Dann Ober- und Unterwanne. Bei der Unterwanne werde ich dann komplett so anfangen, wie auch er das gemacht hat. Ehe sie bekommt dann schon die Grundlackierung, dann die Verwitterung, Verschmutzung, damit dann die Unterwanne komplett ist. Dann fange ich auch schon mit den Ketten an und mit dem Unterteil der Oberwanne an den Seiten wird es dann lackiert, damit ich dann das Unterteil abschließen kann, bevor ich dann anfange, mich am Oberteil festzuarbeiten. Sonst, wie ihr seht, habe ich dann nur die beiden Figuren, das Abschleppseil. Bei dem Plan weiß ich noch nicht, ob ich die nehme, die im Bausatz mit bei war, oder ich mir selber welche mache. Die beiden Ersatzkettenglieder, die Kettenglieder selber, die beiden Kommandantenluke und der Auspuff und der Turm. Mehr ist nicht zu beachten. Zum Schluss, nach der Grundlackierung, werde ich auch die Leitungen machen für den, ja, für die beiden Nebelwurfbecher und auch für die Lampe. Wie gesagt, bei der Lampe habe ich ja vor, dass ich da innen drinne entweder Silber oder Alu die ausmale und dann kommt da rüber dann Crystal Clear, damit das dann sozusagen einen schönen Scheibeneffekt gibt. Das mache ich. Und ich wollte euch mal jetzt zeigen, wie das kleine Studio aussieht, von dem ich jetzt hier alles mache, damit ihr mal eine kleine Übersicht habt. Ihr seht oben jetzt links die Draufsichtkamera. Dann seht ihr in der Mitte dann die dritte Kamera. Die ist für die Detailaufnahmen zuständig, aber auch für, wenn ich dann anfange, euch ein paar, wie jetzt mit dem Wachsspachtelgerät, ein paar Sachen vorzuführen. Und über die Monitür, was mit den beiden weißen Halbmonden, das ist die 922, mit der ich dann auch die Hintergrundsache mache. Also es ist schon etwas viel Aufwand auf kleinen Platz, aber das Ergebnis lohnt sich, wie ihr sehen könnt. Und mir hat es jetzt Spaß gemacht, euch das zu zeigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich demnächst entweder beim Livestream oder bei dem nächsten Video, was eine Bausatzvorstellung sein könnte. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Mal gucken, ob ich jetzt noch ein bisschen Musik reinpacke. Den werde ich auf Loop machen, starten. Und wir sehen uns dann. Ciao. Und weg.